Sehr geschätzte Ehrengäste, meine Damen und Herren, es ist mir natürlich eine Ehre, es ist eine Freude für mich, die Delegierten und Gäste des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes hier in St. Gallen zu empfangen und ihnen die Grüße des Stadtrates von St. Gallen zu überbringen. Selbstverständlich gibt es für die Wahl des Tagungsortes viele gute Gründe. Ich könnte Ihnen aus dem Stand unzählige aufzählen. Aber ich verzichte in aller Bescheidenheit darauf. Zum einen, weil, wie Frau Schneidinger angekündigt hat, um ca. 20, 30 Uhr ein Buffet auf Sie wartet und ich bis dann fertig sein sollte. Und zum anderen, weil für mich oder weil für einmal nicht die Schönheiten unserer Stadt ausschlaggebend waren für die Wahl, sondern weil die hiesige jüdische Gemeinde ihres Bestehens von 150 Jahren zurückblicken kann. Mit Freude gratuliere ich der jüdischen Gemeinde zu diesem Jubiläum und heiße Sie alle hier im Saal ganz herzlich willkommen in St. Gallen. Ich freue mich, dass Sie hier in unserer Stadt tagen. Unsere Stadt, das haben Sie gehört, ist mit der Geschichte Ihrer Vereinigung eng verbunden. Der St. Galler Kaufmann Sali Meyer hat in der schweren Zeit des Zweiten Weltkrieges als Präsident die Geschicke des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes geleitet. Er hat sich durch seinen Einsatz zur Rettung und Unterstützung jüdischer Flüchtlinge herausragende Verdienste erworben. Die jüdische Gemeinde St. Gallen hat in den vergangenen 150 Jahren eine wechselvolle Geschichte erlebt. Die kleine Gemeinde wuchs in der Zeit der Stickereiblüte auf über 1000 Personen an. Persönlichkeiten jüdischen Glaubens haben den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt wesentlich mitgeprägt. Namen wie Burgauer, Ickle, Guggenheim, Neuburger und so weiter mögen für viele andere dastehen. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde betätigten sich aber nicht nur in der Textilwirtschaft. Immer wieder stellten sich verschiedene Persönlichkeiten in die Funktionen in der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ich denke da als Parlamentsmitglieder oder auch als Mitglieder von Gerichten. Die Zahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde ist mittlerweile kleiner geworden. Wie bei anderen Religionsgemeinschaften, aber auch weltlichen Vereinigungen machen Überalterung, Abwanderung oder aber auch schlichtweg das Desinteresse auch der jüdischen Gemeinde zu schaffen. Und dennoch entfaltet sie noch immer eine aktive religiöse, pädagogische und soziale Tätigkeit. Ich habe es bei der Feier zum 80. Geburtstag von Rabbiner Hermann Schmelzer sagen dürfen. Über all die Jahre haben markante Persönlichkeiten als Gemeinderabbiner amtiert, welche die jüdische Tradition gepflegt haben und gleichzeitig im städtischen Umfeld gut eingebunden und vernetzt waren und immer noch sind. Persönlichkeiten, die offen auf ihre Mitmenschen zugehen und den Dialog gesucht haben. Die Stadt St. Gallen arbeitet in verschiedenen Bereichen mit den Religionsgemeinschaften zusammen, zum Beispiel bei der Erfüllung sozialer Aufgaben und bei der Integrationsarbeit in einer städtischen Gesellschaft, in der über 60 Religions- und Glaubensgemeinschaften existieren. In einer Gesellschaft auch, in der heute fast 20% der Bevölkerung konfessionslos sind. In dieser Gesellschaft gilt es, tragfähige Grundlagen des Zusammenlebens ohne Ausgrenzung und ohne Konflikte zu bilden. Darauf hinzuwirken ist eine Aufgabe, die nur gemeinsam erfüllt werden kann. Und wir sind froh, dass sich auch die jüdische Gemeinde seit Jahren an diesem gemeinsamen Dialog beteiligt. An der Geburtstagsfeier von Hermann Schmelzer habe ich einen schönen Satz von ihm aus einem Interview zitieren können. Ich wiederhole ihn hier gerne, weil das Bild, das er vermittelt hat, ebenso anschaulich wie treffend ist. Hermann Schmelzer hat gesagt, in einer multikulturellen Schweiz lebten wir alle, ich zitiere, unter dem gleichen Hausdach und müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Unter einem gemeinsamen Dach zu leben, das wissen Sie alle, aus Ihrem eigenen Leben verlangt Rücksichtnahme auf die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.
Es braucht manchmal ein klärendes Gespräch unter Nachbarn, wenn die Musik zu laut ist oder der Kehrichtsack tagelang im Treppenhaus steht. Auf der anderen Seite steht die Erfahrung, dass man zusammenhält in der Wohngemeinschaft, sich gegenseitig hilft und es gibt hier und da auch gemeinsame Feste. Daran zu arbeiten, dass diese Wohngemeinschaft in Toleranz miteinander leben kann, das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Engagement zugunsten dieser gemeinsamen Wohngemeinschaft. Ich gratuliere zum 150. Geburtstag einerseits und heiße die Delegierten des SEG ganz herzlich willkommen hier in der Stadt. Ich freue mich auf die inspirierende Zusammenarbeit in unserer gemeinsamen WG. Seien Sie also herzlich willkommen hier in der Stadt St. Gallen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Wenn es das tut, sagen Sie es weiter. Herzlich willkommen.